Das ist Tom. Tom ist deutscher Meister. Nicht im Tischtennis. Nicht im Golf. Auch nicht im Skat. Tom ist deutscher Meister im Kaffeekochen. Eine Ikone in der Kaffeeszene. Er ist wirklich sensationell gut. Das bestätigen auch alle, die er seit 10 Jahren auf dem Moor Elektronik Messestand mit seinen Kaffeespezialitäten verwöhnt. Aber leider ist nicht das ganze Jahr Messe und man kommt nur selten in den Genuss so perfekter Kaffeezubereitungen. Damit Sie ein Gefühl davon mit nach Hause nehmen können, erklärt Ihnen Tom jetzt, worauf es bei gutem Kaffee ankommt. Er zeigt Ihnen einfache Tricks, wie Sie das Beste aus Ihrer Kaffeemaschine herausholen können. Starten wir mit der ersten Frage. Was ist der beste Kaffee? Da gibt es gleich eine Antwort. Den besten Kaffee gibt es nicht. Denn der beste Kaffee ist der, der Ihnen am besten schmeckt. Aber ein Barista muss entscheiden können, ist der Kaffee perfekt oder falsch zubereitet. Was bedeutet falsch zubereitet? Ein perfekter Kaffee braucht eine sogenannte Balance zwischen Säure auf der einen Seite und Bitterkeit auf der anderen Seite. Wie erreichen wir diese Perfektion? Ein wichtiges Parameter ist der sogenannte Mahlgrad. Ist der Mahlgrad zu grob, wird das Wasser zu schnell durch das Kaffeepulver laufen und dann haben wir eine klassische Unterextraktion erzeugt. Das bedeutet, der Kaffee wird eher sauer schmecken. Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, wird das Wasser zu lange durch das Kaffeepulver laufen und dabei erzeugen wir eine Überextraktion und in der Tasse haben wir eher einen bitteren Geschmack. Nur noch ein Tipp für die Vollautomatenbesitzer. Achten Sie bitte während der Zubereitung Ihres Kaffees immer auf die Farbe des Kaffees. Wir Profis sprechen von einer sogenannten Blondphase. Am Anfang ist der Kaffee haselnussbraun und dann wird er immer heller und heller. Wenn der Kaffee eine Art Ockerton bekommt, also ein helles, ganz helles Braun, bedeutet das, dass alle positiven Aromen in der Tasse sind und danach haben Sie keine geschmackvollen Aromen mehr in der Tasse. Falls Ihnen der Kaffee zu stark sein sollte, verwenden Sie einfach heißes Wasser, um genau Ihre Trinkstärke zu erreichen. Nun kommen wir zum Milchschäumen. Milchschäumen wird in 2 Phasen vollzogen. In der ersten Phase pumpen wir Luft in die Milch. Je mehr Luft wir in die Milch pumpen, desto mehr Milchschaum erzeugen wir. In der zweiten Phase werden wir die eingepumpte Luft durch eine rollende, zirkulierende Bewegung immer kleinere Luftbläschen erzeugen. Wir sprechen von sogenannten Microbubbles. Je kleiner die Bläschen sind, desto cremiger und sämiger wird Ihre Textur für Ihren perfekten Cappuccino. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probieren Sie es einfach selbst aus. Viel Erfolg und vor allem viele schöne Kaffeepausen.